guckt euch das mal an. Was ist denn hier los? Was ist denn hier los? Wir sind auf Sendung. Das macht nichts. Bleib ruhig hier. Wir wollen den Leuten gerade so ein bisschen... wir sehen uns jetzt das erste Mal hier übrigens. Hab's gar nicht gesehen. Markus Kuhn und Sebastian Vollmer. Ihr dürft natürlich auch nicht fehlen. Erklärt den Leuten mal kurz. Du hast es selber mitgemacht als Spieler. Was passiert hier und wie nervig ist das? Du musst weiter. Du hast eine Minute, Sebastian, für uns. Was passiert hier mit den Spielern und wie genervt ist man, wenn man zum 18. Mal dieselbe Frage gestellt bekommt? Das passiert ja. Willst du die ehrliche Antwort oder die Medienantwort? Immer die ehrliche. Gut, die finden die Spieler aber gar nicht lustig, weil du bist halt Montag ist eigentlich dann so ein bisschen der Relaxed Day. Du willst jetzt nach Hause, es ist schon spät, deine Routine ist ein bisschen anders. Und ihr habt natürlich die seriösen Fragen, deshalb ist nochmal was anderes. Aber manche anderen wollen natürlich nur Klamauk machen und du bist schon ein bisschen in dem Mindset auf, hey, ich meine, weniger als eine Woche ist der Super Bowl, das größte Spiel meines Lebens, ich will gewinnen und so weiter. Und kommt so ein bisschen auf an, welchen Spieler man gerade erwischt. Die Spieler, die hier am Podium sind, ich meine, die sind vorher gepreppt, die wissen, okay, ich muss entertainen, die Kamera ist die ganze Zeit drauf. Aber es ist schon sehr, ich sag mal, anspannend. Und wenn das jetzt vorbei ist, dann fängt die Trainingswoche an. Als ich gespielt habe, wir hatten es an einem Dienstag, was doch viel schlimmer ist, wo du dir die Beine in den Bauch trittst und dann am Mittwoch morgens halt direkt zum Training gehst. Aber gut. Wie viel Training ist überhaupt noch möglich? Ich meine, dieser Medienmarathon beginnt jetzt erst. Du hast jeden Tag Pressekonferenzen. Wie ernsthaft wird noch trainiert? Oh, it's eine normale Woche. Nach heute, also morgen, Dienstags ist normalerweise der Off-Day. Das heißt, da ist Filmstudie, macht noch ein bisschen Rehab, Prehab und so weiter. Und dann das Training und die Vorbereitung ist genau dasselbe wie in der regulären Saison. Klar, danach hat man auch mal Medienobligationen. Trotzdem geht das ja normalerweise dann für die Star-Players. Das heißt dann die Quarterbacks, die Receivers etc., die kriegen dann mehr Aufmerksamkeit. Die großen, schweren Jungs, die dürfen dann schon mal schneller nach Hause oder zurück ins Hotel gehen und machen sich dann da schön Feierabend, sagen wir so. Sebastian, vielen Dank, dass du kurz angehalten hast. Du musst weiter. Dankeschön. Wir sehen uns diese Woche noch. Ja, bestimmt. Hoffe ich zumindest. Machen wir. Danke dir. Also, Sebastian Vollmer.